Anfänge. Vor etwa 600.000 Jahren in der Altsteinzeit besiedelten die ersten Menschen Gebiete des heutigen Deutschlands. Sie konnten Feuer machen, kleideten sich in Tierfelle und verständigten sich mit eigener Lautsprache. Es gab die Neandertaler und den sogenannten modernen Menschen, den Homo sapiens. Die Menschen lebten in kleinen Gruppen, die langsam größer wurden und sich zu Stämmen entwickelten. Die verschiedenen Stämme nannte man allgemein Germanen. Es gab Stämme, die schon sehr weit entwickelt waren, auch schon Waren tauschten, wie zum Beispiel die Kelten, die in der Eisenzeit weite Teile Europas besiedelten. Da sie Handel betrieben, brauchten sie Geld. 50 Jahre vor Christus kamen die Römer nach Germanien. Sie eroberten die Gebiete westlich des Rheins und drangen bis zur Elbe vor. Germanien wurde römische Provinz. Es gab eine Aufteilung in Ostrom und Westrom, dem späteren Frankreich. Die Römer waren im Vergleich zu den Germanen zivilisiert. Deshalb wurden die Germanen in Ostrom auch Barbaren genannt. Sie führten ständig Krieg, auch gegen die eigenen Stämme, und hatten kaum Zeit und Lust, sich um ihre Höfe zu kümmern. Ab dem 1. Jahrhundert nach Christus verließen in ganz Europa viele Stämme ihre Heimat. Man spricht heute von Völkerwanderung. Manche Stämme brauchten mehr Platz, andere suchten ein wärmeres Klima. Einige Stämme, so auch die Germanen, vermischten sich in dieser Zeit unter anderem mit den Hunnen, ein kriegerisches Nomadenvolk aus dem Osten. Durch die Verschmelzung der Stämme entstanden die Völker, wie wir sie heute kennen. Aber erst im späten Mittelalter nannten sich diese Menschen Deutsche. Das Mittelalter. Im Jahre 800 nach Christus glich unsere heutige Gegend einem bunten Flickenteppich verschiedener kleiner Länder, deren Fürsten um die Macht kämpften. Doch dann herrschte Karl der Große. Im Herzen Europas hatte er das größte Reich nach dem Untergang des römischen Imperiums unter sich vereinigt und konnte auf eine außergewöhnlich lange Regierungszeit von 46 Jahren zurückschauen. Das Leben im Mittelalter war für die meisten Menschen sehr beschwerlich. Viele waren sehr arm und lebten weitestgehend als Bauern in Dörfern. Sie mussten Abgaben an den Grundherren leisten, das Land gehörte ihnen nicht. Ihre Lehnsherren waren meist Adlige. Viele der Bauern waren Unfreie, sie waren hörig. Ein Zehnten, also ein Zehntel der Erträge, verlangte die Kirche. Im Mittelalter war aller Reichtum und alle Macht auf nur ganz wenige Menschen verteilt. Man kann sich das wie eine Pyramide vorstellen. Ganz oben waren die Könige, darunter kamen die Lehnsherren, die Adligen und Ritter, ganz unten die Bauern und Kinder in den Dörfern. Es gab einen, der als vorbildlicher Ritter galt, Friedrich I. Barbarossa. Keiner wurde in der Zeit des Mittelalters so verehrt wie er. Barbarossa wurde er wegen seines roten Bartes genannt. Trost und Hoffnung auf ein besseres Leben gab es für die Armen nur im Glauben an Gott. Mehr als 1000 Klöster wurden in dieser Zeit gegründet. Der Grundsatz Ora et Labora, bete und arbeite, wurde von dem Mönch Benedikt von Nursia im 6. Jahrhundert aufgeschrieben und gilt in dem Orden bis heute. Die Kirche wurde in dieser Zeit immer mächtiger. Der Papst versprach allen Rittern den vollkommenen Ablass ihrer Sünden, wenn sie unter dem Zeichen des Kreuzes die christlichen Pilgerstätten im Heiligen Land befreien würden. Und so kam es, dass fast 200 Jahre lang Kreuzritter in das Heilige Land zogen. Selbst Könige und hohe Adlige nahmen an den Kreuzzügen teil oder schmückten sich mit einem goldenen Kreuzfahrerkreuz. Die insgesamt 7 Kreuzzüge brachten keinen Erfolg, nur endloses Leid. Im 14. Jahrhundert glaubten viele an den Weltuntergang. Es kam ein Schrecken hinzu, der schlimmer war als alles andere, die schwarze Pest. Ganze Dörfer wurden ausgerottet. Weil die Menschen sehr gläubig waren, suchten sie Schuldige für das Unglück. Die Kirche bestimmte, was der richtige Glaube war. Sie verfolgte sogenannte Ketzer, Menschen, die ein anderes Weltbild hatten, und es kam 1347 zu schrecklichen Hexenprozessen. Als Hexen wurden Frauen benannt, die über Wissen verfügten, das der Kirche nicht recht war. Im 15. Jahrhundert begann eine neue Zeit. Die Sichtweise der Menschen auf die Welt veränderte sich. Es war die Zeit der großen Erfindung. Junge Männer, die in diesem Jahrhundert geboren wurden, erfanden den Buchdruck,
Gutenberg, die Taschenuhr, Peter Heinlein, und Adam Riese revolutionierte das Rechnen. Durch das Entstehen eines neuen Standes, das Bürgertum, verloren die Ritter mehr und mehr an Bedeutung. Handel und Gewerbe entwickelten sich. Auch wenn das Alte unterging, neue Erfindungen und Ideen hatten es noch viele Jahre schwer, sich durchzusetzen, denn die Kirche stemmte sich gegen alles, was ihr altes Weltbild durcheinanderbrachte. Von den Bauernkriegen zum Ersten Weltkrieg. Wäre Martin Luther 1505 nicht fast vom Blitz getroffen worden, wäre vieles anders gekommen. Nachdem er knapp dem Tod entronnen war, wollte er Mönch werden. Er kritisierte, dass die Kirchenmächtigen immer reicher wurden, besonders durch den Ablasshandel. Luther übersetzte die Bibel, sodass sie jeder lesen konnte, und verfasste 1517 seine 95 Thesen zur Reformierung der Kirche. Seitdem gibt es in Deutschland unter anderem die evangelische und katholische Kirchengemeinde. Die Anhänger der katholischen und die der evangelischen Religion bekriegten sich, welcher Glaube der richtige sei. Dieser Streit entwickelte sich zu einem 30 Jahre andauernden Krieg. Soldaten verwüsteten mit ihren Schlachten alle Regionen Deutschlands. Es starb fast ein Drittel der Bevölkerung. Nach dem Dreißigjährigen Krieg orientierte man sich stark an Frankreich, sprach Französisch, so auch Friedrich der Große im Schloss Sanssouci. Er war eine Person mit sehr verschiedenen Wesenszügen, tauschte sich mit großen französischen Philosophen aus, spielte Flöte, schrieb Bücher, aber führte auch drei blutige Kriege an. Die Jahre um 1800 nannte man Franzosenzeit. Napoleon sah sich als Nachkomme von Karl dem Großen und sorgte dafür, dass Preußen vergrößert wurde. Er nahm der Kirche Gebiete weg und löste Fürstentümer und Ritterschaften auf. Nach der Völkerschlacht in Leipzig im Oktober 1813 brach seine Herrschaft zusammen. 1835 fand ein Ereignis statt, das den Zeitgenossen Angst einjagte. Die Jungfernfahrt der ersten deutschen Dampflokomotive. Überall entstanden Fabriken. Die Kluft zwischen Arm und Reich war sehr groß. Viele Menschen hungerten. Die Fürsten und Könige regierten, wie es ihnen gefiel. Im Mai 1848 traf sich eine Versammlung der Revolutionäre in Frankfurt. Hier überlegten sie gemeinsam, wie der neue Staat aussehen sollte. Sie wollten Demokratie, das heißt einen Staat, in dem alle Bürger mitbestimmen könnten. Außerdem forderten sie ein geeintes deutsches Land, das nicht mehr in viele kleine Fürstentümer zersplittert war. Sie gründeten 1848 das erste deutsche Parlament, die Vertretung des Volkes. Karl Marx war einer der Denker und Anführer der Arbeiterbewegung. Viele Jahre später in einem Land namens DDR berief man sich auf seine Ideen aus dieser Zeit. Den mächtigen Fürsten gefiel das alles ganz und gar nicht, weil sie nichts von ihrer Macht abgeben wollten. Sie schlugen den anfangs friedlichen Aufstand blutig nieder. Aber trotz der gescheiterten Revolution ließen sich die demokratischen Ideen nicht mehr ganz aus der Welt schaffen. Zögernd begannen die Herrscher, einige Bürger an der Regierung zu beteiligen. 1871 wurden die deutschen Fürstentümer unter dem Namen Deutsches Reich zu einem Kaiserreich geeint. Otto von Bismarck wurde erster Kanzler des neuen Reiches. Die Deutschen waren zu dieser Zeit ein eher gehorsames, untertäniges Volk. Überall marschierte Militär und schon die Kinder spielten am liebsten Soldat. Die Kinder wurden streng erzogen. Die Mädchen sollten gute Hausfrauen und Mütter werden, die Jungen sollten zum Militär gehen. Deshalb zog man ihnen gern Uniform an. Alles Militärische begeisterte die Menschen und auch die Politiker sprachen gern über Krieg. Die europäischen Länder befanden sich in einem internationalen Machtkampf. Jedes Land wollte reicher, größer und bedeutender sein. Deutschland rüstete auf und war bereit, seine Interessen mit Gewalt durchzusetzen. Die Lage spitzte sich zu. 1914 begann der Erste Weltkrieg. Die Menschen zogen mit einer Waffe, einem Kompass und einem Hurra in den Krieg. Deutschland und Österreich-Ungarn kämpften gegen Frankreich, Italien, Großbritannien, Russland und später die USA. Ganze Teile Europas wurden zum Schlachtfeld. Es war der erste Krieg mit Massenvernichtungswaffen wie Flugzeugen, Panzern, Maschinengewehren und Giftgas. Generäle und Kämpfer erhielten einen Tapferkeitsorden. Über 10 Millionen Menschen starben. Noch heute kann man in Europa die riesigen Friedhöfe sehen, wo die Soldaten begraben wurden.
4 Jahre später, 1918, war der Krieg endlich zu Ende. Weimarer Republik und Diktatur. Deutschland hatte den Ersten Weltkrieg verloren. Eine demokratische Regierung übernahm die Macht und jagte den Kaiser davon. Diese Zeit nennt man Weimarer Republik. Die weltweite Wirtschaftskrise setzte den Deutschen zwar zu, aber in den Jahren von 1924 bis 1929 ging es den Menschen etwas besser. Das Leben wurde moderner und amerikanischer, man nannte diese Zeit die goldenen Zwanziger. Veränderungen zeigten sich unter anderem in der Kunst. Es wurde anders gemalt. Dix, Beckmann, Kandinsky, ein russischer Maler. Sie alle waren Vertreter und Gründer vom Blauen Reiter in München. Nach dem Börsenkrach stürzte Deutschland in eine schwere Krise. 1929 gab es sehr viele Arbeitslose. Ein Sündenbock wurde gesucht. Gerne war man bereit zu glauben, dass die neue demokratische Regierung schuld sei an der Niederlage und den vielen Problemen. Statt die Chancen zu nutzen, riefen die Deutschen nach einem starken Mann als Staatsoberhaupt. Adolf Hitler gelang es mit seinen Anhängern, den Nationalsozialisten, die Macht in Deutschland zu übernehmen. Hitler regierte Deutschland als Diktator, das heißt, dass niemand seiner Politik widersprechen durfte. Die Nationalsozialisten verfolgten alle, die in ihren Augen irgendwie anders waren als sie selbst. Dazu gehörten politisch Verfolgte, Homosexuelle, Sinti und Roma. Adolf Hitler behauptete außerdem, dass die Juden an allem schuld seien, was Deutschland widerfahren sei. Mit dieser Begründung wurde ihnen gleich nach Hitlers Machtergreifung alles Mögliche verboten. Am 9. November 1938 verbrannten die Nazis in ganz Deutschland Synagogen und organisierten Überfälle auf jüdische Häuser und Geschäfte. Kurze Zeit danach mussten sie sich kennzeichnen, einen sogenannten Judenstern tragen. Sie durften nicht mehr Straßenbahn fahren oder ins Kino oder Schwimmbad gehen. Auch manche Berufe durften sie nicht mehr ausüben. In seinem Größenwahn glaubte Hitler mit seiner Armee, die ganze Welt besiegen zu können. Im September 1939 überfiel die deutsche Armee Polen. Danach marschierten die deutschen Soldaten in Belgien, Holland und Frankreich ein. Schließlich führte Deutschland mit fast allen europäischen Ländern Krieg. Zuerst schienen die Deutschen überall zu siegen. Erst nach 3 Jahren erlitten ihre Truppen zunehmend schwere Niederlagen. Immer mehr Juden wurden verhaftet und in extra dafür gebaute Lager eingeschlossen, den Konzentrationslagern. Hitler wollte alle Juden vernichten. Etwa 6 Millionen jüdischer Männer, Frauen und Kinder wurden von den Nationalsozialisten umgebracht. Anne Frank verließ mit ihrer Familie Deutschland und versteckte sich in Amsterdam über mehrere Jahre. Sie schrieb über diese Zeit Tagebuch. Leider wurde sie in den letzten Tagen des Krieges entdeckt. Nach 5 Jahren war die Lage aussichtslos für die Deutschen. Hitler wollte aber nicht einsehen, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen war. Er schickte in den letzten Kriegsmonaten sogar Kinder als Soldaten in den Kampf. Im Mai 1945 war der Krieg jedoch zu Ende und Deutschland besiegt. Zu diesem Zeitpunkt waren große Teile Europas zerstört. Deutschland nach 1945. Im Mai 1945 war der Krieg zu Ende. Deutschland wurde von den Siegermächten Frankreich, Großbritannien, USA und der Sowjetunion in Zonen aufgeteilt. Gemeinsam sollte die Zukunft Deutschlands geplant werden. Dabei war man sich nicht immer einig. Besonders die Amerikaner und die Sowjetunion waren bald miteinander zerstritten. Sie hatten ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie ein guter Staat auszusehen hatte. Deshalb teilten die beiden Mächte Deutschland in 2 Länder auf: die westliche Bundesrepublik Deutschland und die im Osten liegende Deutsche Demokratische Republik. 2 deutsche Staaten entstanden so. Am 13. August 1961 baute die DDR-Regierung eine Mauer zwischen sich und die BRD, mitten durch die Stadt Berlin. Damit war die Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten fast unüberwindbar. Viele Familien wurden so auseinandergerissen. Vor allem die Bürger der DDR konnten nun nicht mehr in den Westen. Wer es trotzdem versuchte, auf den schossen die DDR-Grenzpolizisten. 239 Menschen wurden bis 1989 bei Fluchtversuchen an der Mauer getötet. Viele DDR-Bürger empörten sich, dass sie in ihrem Land eingesperrt waren. Im Jahr 1989 demonstrierten einige wenige mutige DDR-Bürger wöchentlich für offene Grenzen.
Gleichzeitig flüchteten immer mehr Menschen. Auch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Landes wuchsen. Die Lage wurde für die DDR-Regierung immer bedrohlicher und schließlich mussten die Machthaber aufgeben. Dass die Mauer 28 Jahre nach dem Mauerbau ausgerechnet am 9. November geöffnet wurde, war allerdings vermutlich ein Versehen. In Berlin feierten am 9. November 1989 die Menschen die ganze Nacht und viele kamen mit ihren Trabis und fuhren das erste Mal in den Westteil der Stadt. Das Brandenburger Tor in der Mitte Berlins, das so lange als Teil der Mauer geschlossen war, stand plötzlich wieder allen Menschen offen. Darum ernannte man dieses Tor zum Symbol der deutschen Einheit. Am 3. Oktober 1990 wurden die BRD und die DDR wieder vereint. Unser Land besteht nun aus 16 Bundesländern. Und heute? Wir sind Mitglied der Europäischen Union. Wir reisen durch offene europäische Grenzen und wir können in jedem Mitgliedsland der EU arbeiten und leben. Von 2005 bis 2021 wurden wir von Angela Merkel, der ersten Bundeskanzlerin in der Bundesrepublik Deutschland, regiert. Sie wurde von Olaf Scholz, Mitglied der SPD, abgelöst. Eine weltweite Pandemie, ausgelöst durch das Coronavirus, hat das Leben der Menschen verändert. Über viele Monate wurden Masken getragen, zeitweilig waren Schulen, Kinos, Theater und Sporteinrichtungen geschlossen. Einige erkrankten schwer oder starben daran. Unsere Demokratie wurde in dieser Zeit besonders herausgefordert durch Menschen, die den jeweiligen wissenschaftlichen Kenntnisstand leugneten oder einfach nicht verstanden. Aber das war nicht alles. Europa erlebte den größten Angriffskrieg nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Ukraine wurde am 24. Februar 2022 von der Russischen Föderation und deren Machthaber Putin überfallen. Viele Städte wurden zerstört und Millionen Menschen mussten ihre Häuser verlassen und waren auf der Flucht. Viele Unschuldige starben. Europa ist nicht der einzige Kontinent, auf dem es Krieg gibt. Viele andere Herausforderungen werden zusätzlich auf uns zukommen, insbesondere die Klimakrise. Wir Menschen werden gefragt sein, mit unseren Fähigkeiten nachzudenken, mitzufühlen und zu helfen. Wir werden lernen müssen, uns einzuschränken. Gestalten wir gemeinsam eine Welt, in der Frieden herrscht. Eine Welt, in der die Menschen verantwortungsvoll und solidarisch sind.